Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja Level Up und das heißt, wir haben in dieser Folge einiges zu tun. Zum anderen Quests annehmen, jede Menge, und Quests, ja, aufgeben, wahrscheinlich auch jede Menge. Wir gucken mal kurz ins Questlog, denn, ja, alles mit Schwert ist Sirene, soweit ich weiß, und ja, lässt sich deshalb einfach aufgeben. So, Level 117, 117, 117, 117. Das sind aber ganz schön viele Sirenen-Quests. Hier unten ist noch jede Menge. Ich dachte eher, das sind Sirene. 117. Ja, ist gut, kann schon sein. Ist ja alles möglich. So, invadierende Stern, Schwertkämpfer. Das war. Ecklack. Ach nee, das ist hier kein Sirene. Das ist noch schlimmer. Ja. So, die geben wir jetzt einfach mal ein bisschen was auf. Xiaoming lebt, ist leider, die kann ich aber nicht abgeben, ist leider auch im Sirenenschloss. Ja, entweder müssen wir uns da mal gemeinsam mit einer Gruppe mal reinkämpfen. Also, wer Interesse hat, Daki zum Beispiel, wenn ihr Lust und Zeit habt, sagt Bescheid. Wenn nicht, geht's nicht. Weil er hatte schon mal gesagt, dass er irgendwo, ich glaube, Lazard war es, der keine Zeit hat. Und entsprechend ist es halt doof. So, ansonsten muss die Quest halt manuell irgendwann mal deaktiviert werden. Mal gucken. So, jedenfalls, wir geben erstmal die ganzen Quests unten auf und gucken mal, wie weit wir annehmen können. Wir haben noch, ja, ein bisschen was. Okay, fangen wir an mit Wasserlauf. Geht das Wasser aus? Sehr schön. Also, sehr schön. Ich weiß nicht, ob es sehr schön ist. Nehmen Sie jedenfalls an. Dann gehe ich mal auf Hotte Hü, sonst geht das nicht mehr so langsam. Ich hoffe zumindest, dass ich die, ja, die Quests, die ich jetzt gerade aufgegeben habe, nicht auch wieder neu angenommen kriege. Ansonsten muss ich die halt nochmal neu aufgeben. Gehe aber von aus, dass das so halbwegs hinhauen sollte. Halt. Habe ich die nicht? Oder gibt es da zwei? Ja. So, neue Schwertkunst nehmen wir auch. Das war auch wahrscheinlich wieder eine Sirenenquest, so wie es gerade aussah. Aber ich nehme erstmal alles an. Ne, aussortieren, wenn es nicht reicht, kann ich immer noch. Heißt im Klartext aber auch, dass wir sehr wahrscheinlich keine anderen Quests machen müssen, weil wir ja, genug andere Quests haben. Das wiederum bedeutet, wir müssen dann irgendwann ins, wie heißt es denn? In die Arkroute? Genau, in die Arkroute, wo es die anderen Möpse gibt, die wir noch brauchen. Und ja, ich bin mal gespannt. Die sollen ja auch nicht unbedingt schwach sein, hat man mir gesagt. Hallo. Nimmt ja einfach das Ding mit so. Quest beenden, okay. Ist das Knochenschwert so gut? Bestimmt. Dankeschön. Naja, insofern ist es so. Ich muss nochmal kurz in den Dingens gucken, in den Level Guide, den ich von Julian habe. Ob denn da drin auch noch, ja, ob ich eine Vorquests machen muss oder nicht. Das hat er mir ja alles schön aufgeschrieben. Das finde ich sehr gut. Und ich muss halt nochmal reingucken. Ich habe den auch hier. Und hab ne, ja, natürlich nicht versiegelt. Keine Sorge, diesmal nicht. So. Ein verdächtiger Annehmer, bla bla bla. Nehmen wir mit. Niemals. Doch, 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 doch. Oh Mann. Quest beenden. Okay. Ja, guck mal, wir haben doch schon ordentlich was gemacht an Quests, ne? Ja, kann man sich nicht beschweren. So, das war, glaube ich, wieder Sirenenschloss. Ist aber egal. Also, dann hätten wir hier hinten. Die Bogenwache. Und das sind aber ganz schön viele Quests hier. Aber okay. Oh, 40 oder mehr können nicht angenommen werden. Dann gucken wir noch mal in die Questliste. Schlummerlied. Muschel der Wellensirene. Priesterin Etty. Ja, können wir abgeben. Aufgeben. So, dann geben wir hier auch das Knochenschwert wirklich so gut. Die geben auch wieder auf. So, haben wir also wieder zwei Quests, die wir annehmen können. Das wären diese beiden. Das mache ich jetzt. Sollten die wieder ein Herzchen bekommen. Sieht aber momentan ganz gut aus. Aber wenn es denn wieder so gewesen wäre, dann hätte ich... Schlupp. Dankeschön. So. Zu ruhig. Ja, Bogenwache. Wellen Cyrus. Können wir auch gleich wieder entfernen. Aufgeben. Jo. Gibt er die nicht auf? Hallo. Aufgeben. Okay, jetzt. Gut. Deswegen habe ich auch beide angenommen, damit ich genau weiß, ja, wo ist denn die? Wo war ich denn schon und wo war ich noch nicht? Deswegen sortiere ich dir hier quasi immer alles schön aus. Huch. Hier hinter.
Dann habe ich hier hinten noch eine Quest zum Annehmen oder Abgeben oder was auch immer. Werden wir gleich sehen. Es könnte sein, dass das wieder Sirenenschlussquests sind. Ist aber egal. Wir frühstücken alles ab, haben wir ja gesagt. Mit Gesang anlocken, Sirenen. Ja, okay. Gibt es noch andere? Nein. L, so rum. Gut. War auch so einer. Hopp. Hier, ich will dich dann nur wieder aufgeben. Jetzt, dankeschön. Dann gehen wir noch hinter und gucken da hinten in die Ecke. Und dann muss ich mal gucken. Verfügbar. Sind noch irgendwas Neues? Nö, ja, hier oben. Hier haben wir noch drei neue. Komme ich hier nicht ran? Warte mal. So. Nee. Verdammt ich. Dann muss ich halt erst einmal die Treppen runter. Ja. Wird ja wohl funktionieren. Genau, okay. Gut, gehen wir hinter. Drei neue habe ich also noch, wobei das wohl auch zwei NPC-Quests sind, ist insofern also Wurst. Oder zwei Sirenen-Quests. Oder halt andere epische, keine Ahnung. Kenne mich ja nicht aus, ich war noch nie im Sirenenschloss, deswegen kann ich nicht sagen, welche Maps wo rumstehen. Ja, ist auch egal. Erstmal, so. Der kluge Yeti lernt für die Prüfung, das ist dann erstmal die wichtigere. Die anderen beiden 118er lassen wir einfach mal. Abgrund, Richter des Abgrunds Tamio denkt den Menschen in Elfen nicht so, lass sie, bla bla. Was ist das? Ein böser Wächter, ältest von ältester das Kind. Mhm, Sirenenschloss, okay. Ja. Okay, okay, ich denke, dann müssten wir alles soweit haben. Das war wie ein kleiner Leck, ich habe es genau gemerkt. Ich kann, ja, ich kann es merken. Naja, jedenfalls, wir haben es übrigens geschafft. Übrigens, was ihr auch geschafft habe, oder was ich geschafft habe, gestern nämlich, wird euch wahrscheinlich schon über den Weg gelaufen sein. Oder warte, ich mache einfach mal, ich glaube, der Knopf war es. So, ich mache es einfach mal hier. So, ja, ich habe Einblendung. Ich habe ja einen Aufnahmetimer, wisst ihr ja, der mir halt alles vorgibt und ich hatte den ja vor einer Weile mal so geschrieben, dass ich da halt auch so solche Einblendungen oder sowas automatisch mit einfügen kann, ohne dass ich mich großartig drum kümmern muss, quasi im Preset schon vorenthalten, ohne dass ich irgendwelchen Stress habe. Und auf jeden Fall habe ich das so gemacht, dass ich jetzt endlich mal ein paar Einblendungen mit Photoshop mir zusammengebastelt habe. Einmal die ihr gerade gesehen habt, nämlich, und darum bitte ich euch auch jetzt schon, gebt einen Daumen nach oben und einmal die dann gleich kommt, im Prinzip gleich noch ein bisschen Eigenwerbung ist, weil Werbung bringt ja immer weniger also an Einnahmen, sagen wir es mal so, und deswegen habe ich noch ein bisschen Eigenwerbung zu MMUGA, also zu meinem Reflink von MMUGA eingebaut, MMUGA, um es genau zu sagen, auf diesem Reflink, quasi wenn ihr da über Spiele kauft, vorausgesetzt ihr wollt welche kaufen, kriegt ihr sie ja billiger, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, und ihr kriegt dafür, und ich kriege dafür noch ein bisschen Provision, insofern, wie gesagt, nur immer als kurze Erinnerung, dass ihr dran denkt. Das wird euch aber jetzt immer auf die Nerven gehen, auch bei dem neuen Projekt Herr der Ringe bei Herr der Ringe Online, da habe ich das ähnlich mit eingebaut und im Prinzip sollte das auch bei allen anderen sein. Aber ich gehe mal einfach von aus, dass sie diese beiden Einblendungen, die eigentlich nur eine Erinnerung für euch sein sollen, nicht so schlimm sind, dass die euch, sagen wir mal, das Bild überladen, sind ja nur immer nur für wenige Sekunden eingeblendet, gehen automatisch weg, was will man mehr? Und vielleicht animiert es den einen oder anderen dazu, ein Däumchen nach oben zu geben, denn ich vergesse das ja eh oft genug zu sagen. Und manche Leute müssen halt dran erinnert werden. So, und jetzt bin ich hier und muss erstmal gucken, was ich machen muss. Genau. Und natürlich, wie gesagt, wenn ihr was rufen wollt, seid ihr auch informiert. So dass ich das halt auch für mich, nicht rentiert, aber zumindest insofern, neutral bleibt. Also sprich, dass ich wieder mal wenigstens den Strom rausbekomme. Auch wenn der eben weniger geworden ist. So, Schrottwolke 121, nein. Schrottverkaufen, okay. Vorquest für weiterhin verdächtig ab 121, ist auch nicht richtig. Ach nee, 118, doch, Schrottverkaufen, war schon richtig. Der kluge Yeti lernt für die Prüfung. Dann wäre das die erste, die wir machen müssen. Ist die denn hier drin? Ich glaube nicht. Den müssen wir mal kurz raus. Oh, mein Handy pinkert. Pling, pling. Schön. Ich mag Handys. Ich glaube eher, Yetis werden hier draußen stehen. Mal gucken. Besondere Schraubenschlüssel haben wir natürlich nochmal. Schreier haben wir natürlich nochmal. Zerstörte Blumengärten haben wir natürlich nochmal. Die Yetis zurückschlagen haben wir natürlich auch. Millie braucht einen Wolf, der kluge Yeti. Da unten die 15.
Wo bitte befindet sich die 15? Da hinten in der Ecke. Gut, dann gehen wir da mal hin und gucken mal, dass wir 1, 2, 3, 4 Fragebögen und Yetis geklatscht kriegen. Ja. So. Hier entlang. Übrigens, die Sirenenschloss, sollte ich doch mal ins Sirenenschloss gehen, weil eine Gruppe zusammenkommt, kann ich die ja immer noch mal annehmen. Dann gebe ich halt dafür mal schnell ein paar andere auf, die aus diesem Level stammen und dann durfte das wieder hinhauen. Ja, so ist es geplant. So muss ich erstens kein schlechtes Gewissen haben, weil ich irgendwelche Quests wegmache, die ich vielleicht irgendwann mal gebrauchen könnte. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, obwohl wir eigentlich relativ gut immer WDHs haben, wie es aussieht. Aber ja, könnte ja sein. So, okay. Sind hier Leute in der Nähe oder hat das einfach nur geleckt? So, hier Blumengarten, Yeti, 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 Yeti. Okay, dann bleiben wir hier gleich in der Ecke. Hier ist ein bisschen laufig. Ich weiß nicht, ob eine andere Ecke besser wäre, aber hier kann ich laufen. Und dann haben wir hier schlaue Yetis. Ich glaube, das sind die, die ich brauche. Oh je. Sagt mir nicht, ihr seid Fernkämpfer. Das wäre doof. Hätte ich vielleicht eher drauf gucken müssen. Aber geht noch so halbwegs, wie es aussieht. Nur, dass sie wegrennen, das geht wieder nicht. Soll alle fertig werden hier. Kommt Leute, nicht abhauen. Immer weiter. Immer weiter ran. So, irgendwelche Pfirsich, irgendwelche Fragebögen und so weiter und so fort. Ja, gut, passt doch. So. Dann nehmen wir mal ein. Blim, blim, blim. Leck. Aber in dem Fall macht's nichts. Okay, wir haben einen von fünf Fragebögen, juhu. Ermondus Pfirsich haben wir auch. Bijus Heiligtum geht auch auf. Ja, gegen 19 Uhr hat Julian gesagt, würden auf Tefa ab und zu mal die Quests voll waren, vor allem bei schlechtem Wetter. Und übers Wochenende sowieso, also müsste ich mal übers Wochenende mal reingucken. Da wird wir auch mal Bijus Heiligtum mal wieder eine KQ machen, einfach so zur Abwechslung. Das sollte schon mal sein. Aber ich weiß nicht, wann und wie und ob ich das überhaupt hinbekomme. Das sind immer solche Extra-Fragen, die man sich ja bei mir stellen muss. Naja, wir stellen sie uns halt mal. Wenn nicht heute, dann morgen. Wenn nicht morgen, dann übermorgen. Also, noch ist das ganz gut. Wenn man diese Quests hier, oder wenn man diese Möpse hauen müsste hier für die WDH, das wäre toll. Das könntet ihr mal machen. Diese Möpse für die WDH. Guck mal, wie schön das hier funktioniert. Die hauen mich zwar ab und zu mal mit ihrem blöden Steinchen, aber naja, gibt Schlimmeres. Für mich. So. Edmonds roter Pfirsich ist auch schon soweit. Wobei, wie gesagt, alles, was ich fertig mache, so nebenbei, das gebe ich auch mit ab. Ne? Ist klar. Dann habe ich wieder mehr Platz für eine Sirenenschlösser-Quest oder so. So, ich weiß, ich könnte auch hier hintergehen und da weitermachen. Aber ich bleibe jetzt hier. Also. 6 von 20 normalen Diät, die haben wir auch schon. Schön. Was will man mehr? Und die Mobs tun nicht weh. Das will man mehr. Die machen nicht so einen blöden Mega-Schaden wie die, die Arkroute-Quests. Also die Arkroute-Mobs, die Zwerge. Die Zwerge hauen schon ordentlich rein. Wahrscheinlich hauen die auch direkt immer auf den Fuß. Oder bei der Höhe, wo die stehen. Ja, also ich sag mal so, deren Schlaghöhe tut bei Männern besonders weh. Wenn ich mir einen weiblichen Char gemacht hätte, wäre es bestimmt nicht ganz so schlimm. Wobei das auch da weh tut, muss man ja auch sagen. Aber bestimmt liegt das daran. Ja. Vielleicht sollte ich die Zwerge einfach wachsen lassen und dann tun sie nicht mehr ganz so weh. Wäre eine Idee. Muss ich mal drüber nachdenken. Anmeldung, wie schon seit Tun C hat auch anbegonnen. Hat auch begonnen. Ja, gucken wir mal. Wird schon. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe Löffel ab. Ich habe ein bisschen was erreicht. Herr der Ringe habe ich auch schon aufgenommen, also Herr der Ringe online. Das wird es demnächst auch geben. Vermutlich, möglicherweise, ich weiß es nicht, morgen schon. Da sogar zwei Folgen, die Charaktererstellung, die mache ich ja immer extra, in einer Extra-Folge, die ich zum selben Tag mit hochlade. Und dann geht's los. Aller Anfang ist bekanntermaßen schwer, wie auch da. Da viel zu lesen ist, weil das halt, sagen wir mal, auch ein bisschen story-relevant ist. Ich habe es da aber so gemacht, dass ich da halt anders als hier in Filester. Wobei doch, ich mache es genauso hier in Fiesta. Alles, was Story ist, sagen wir mal, alles, was Charakter-Story ist oder Job-Quest-Story, alles, was den Charakter weiterbringt, das lese ich ja in der Regel immer vor. Mache ich alles, was die Geschichte weiterbringt, lese ich da auch vor. Allerdings alles andere eben nicht. Deswegen dauert es am Anfang ein bisschen länger, weil natürlich am Anfang geht die Geschichte ja los. Also, ich
hoffe mal, es kommt an. Hat auch ein paar Startschwierigkeiten gehabt, muss ich sagen. Aber ich denke, das wird schon werden. Also technischer Art. Startschwierigkeiten technischer Art. Da habe ich nämlich einmal einfach so ohne, ja, nicht ohne, sondern ja, auf einmal war der Ton weg. Ich habe gesehen, dass er immer noch aufgenommen wurde, aber der Ton war irgendwie weg. Ich nehme mal an, dass halt Virtual Audio Cable, dass die abgestürzt sind oder dass da irgendwas abgeschmiert ist und nicht mehr funktioniert hat, weil, ja, wie gesagt, das Durchlaufen da hat auch funktioniert. Ich gehe auch ganz schwer von aus mittlerweile, dass das tatsächlich immer die Problemchen sind, wenn ich mal Probleme habe und hier irgendwelches Kratzen oder Stocken höre. Da habt ihr ja schon ein paar Mal gehabt, dass ich da sogar eine Folge schon oder zwei ein bisschen eher beendet habe. Und ich gehe mal ganz stark von aus, dass da eben auch die Problemchen herkommen. Die werden halt durch einen Neustart behoben. Hat er irgendwas nicht richtig geladen im Programm, was weiß ich, was da dann schiefgegangen ist. Aber es ist schiefgegangen. Und naja, jedenfalls musste es dann behoben werden. Huch, da muss ich jetzt langsam mal aufpassen. Nicht zu nah rangehen. So, okay. Da hinten müsste auch mein letzter Fragebogen liegen. Die Yeti dürften damit durch sein. Yeti selber haben wir auch. Noch irgendwas? Scheint alles durch zu sein. Okay. Dann hau ich die paar Mal weg, die ich noch hier habe. Oder lasse weglaufen. Das würde auch funktionieren. Ja, hau ab, du Feigling. Du feiger Feigling. Du. Naja, ist egal. Und wir gehen abgeben. Hier gerade nicht. Wir müssen, glaube ich, zurückleiten. Na gut, das können wir dann in der nächsten... Überlegst dir mal. Das können wir dann in der nächsten Folge machen. Leute, diese ist hier nämlich schon rum. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wie unten angemalt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.